Du hast erzählt, dass kein Klatsch ist. Okay. Okay. Ist sie schon wieder fett geworden? Ja, sie ist schon wieder fett. Was ist los mit dir? Sie sieht so creepy aus, wenn du rückwärts so komisch läufst. Stimmt. Okay. Stell dir vor, ich hätte Schlittschuhe an. Können wir das mal hin? Schlittschuhe fahren. Uns fehlen noch ungefähr 120 EP bis Level 15. Wie viele hat uns eben gerade gegeben? Habe ich schon weggeklickt? Das eben hat 142. Ja, genau. Trotzdem auf Mittel? Auf was sonst? Auf schwer? Nein. Wir sind nicht verrückt. Nee, wir sind nicht verrückt. Wir wollen aber nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Ha? Wer stopft hier seine Brüste aus? Wer stopft hier seinen Schädel aus? Hör auf, mir in den Kopf zu gucken. Ich gehe hoch. In den Keller. Ja, mit EMF geht das auch nicht. Boah, es fiebt. Im Keller? Habe ich einen Tinnitus? Ich weiß nicht. Lass mal hören. Ich höre es auch ohne, okay. Oh. Shit. Du hast nur das Licht dabei. Das Licht und den Spermagucker. Ach, hier ist das Ouija. Oh, das bist du, verdammt. Buh. Hinter dir ist das Ouija-Brett. In dem Museum. Das ist eine halbnackte Frau. Wo? Da. Und die eine ist nackt. Ah. Okay, guck du schon mal weiter nach dem Geist. Lass mir kurz noch meine Ruhe mit dem Gemälde. Was da ist. Ach, jetzt muss ich wieder rückwärts laufen. Ich hasse es, rückwärts durch den Flur zu laufen. Wieso? Ja, wegen der cringigen Ruhe. Meine Privatsphäre. Oh. Oh. Oh, jetzt kam sie bei dir, aber bei mir kam sie nicht. Jetzt habe ich mich voll erschreckt. Ja, weil du rückwärts gelaufen bist. Ja, ich wollte dem aus dem Weg gehen. Und du hast es voll ausgelöst. Entschuldigung. Ich habe EMF im Wohnzimmer. Nicht scheiße, wo waren wir? Oh, verdammte, perfekte Scheiße! Was zur? Die ist auf mich zugeklettert. Ich gehe raus. Ich. Warum? Ich hole meine lila Lampe. Ich hoffe, das oh, reicht. Irgendwo ist was. Könnte hier oben sein. Ist das lila Licht am Start? Ja, und ich. Oh, ja, hier kriege ich auch EMF. Oh Gott, was denn? Ja, aber ich sehe nichts. Oh, was ist hier passiert? Okay, ich komme kurz hoch. Wieso denn überall? Das war krass. Okay, jetzt auch nicht mehr. Der bewegt sich, glaube ich, hier im ganzen oberen Stockwerk. Ich habe jetzt in allen Räumen schon EMF-Signale bekommen, inklusive unten im Wohnzimmer. Ich glaube, diesmal werde ich als erstes sterben. Ich hoffe nicht. Okay, sonst sag Ihnen schon eine gute Nacht von mir. Ich glaube, der ist unten. Okay. Oh fuck! Oh. Warum? Warum? Ich glaube, wir sind unten richtig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin raus. Der hat gerade einen Lichtschalter betätigt. Und ich bin wieder drin. Und ich bin wieder drin. Ja, komisch. Wir haben Geisterfleck. Cool. Und mehr noch nicht. Versuchst du die Geisterbox? Ja, komm, scheiß drauf. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Bist du hier? Wo bist du? Hat geantwortet, oder? Ja. EMF kann es nicht sein, Fingerabdruck kann es nicht sein. Oh, die Staffelei erkennt man aber gar nichts. Ja, das stimmt. Es wäre gut, wenn du sie vom Fernseher parkst. Kann ich meine Lampe nicht einfach hier hinlegen? Achtung, der, wow, der wirft mit Sachen nach mir. Dann nimm mal dein Kreuz. Aber dann, ja. Oh, 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 Geräusche. Ja, der hat die Schrank noch da auf und zu. Es geht denn nur Staffelei oder ESG? Ja, oder Gefriertemperatur. Ja, aber Gefriertemperatur. Das glaube ich auch nicht. Dann lässt sich wieder ein bisschen Zeit. Hey, du. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Passiert nichts. Ja, geh ich nochmal rein. Denk an deine Synergy, die ist nicht so hoch. Gut, dann scheuche ich ihn auf. Die Gemälde sind es nicht bislang. Mal auf die Leinwände. Leinwand, mal. Wird uns auch so, glaubst du, es funktioniert so? Ja, ich glaube. Er könnte bald jagen. Super. Habe ich im Gefühl. Dein Kreuz liegt da hinten, ne? Hinter deinem Wand. Wo? Ey, jagt er jetzt schon? Shit. Kannst du mein Kreuz mitbringen? Nein. Nein. Ich trau mich nicht rein ohne Kreuz. Ja, ist auch richtig. Ohne Kreuz habe ich kein Rückgrat.
Danke. War schlecht. Ja. Komm, wir stellen uns nochmal an die Kamera. Oh. Ich kann mich in den Eingang stellen und mit der Taschenlampe leuchten. Dann sieht man es vielleicht besser. Ja, aber also hier, das geht gar nicht, weil der Stuhl steht vor der Leinwand. Oh. Aber ich glaube, es wird ein ESG sein. Ich weiß noch, einmal hat er auch ewig lang gebraucht, um zu malen. Zu malen, ja. Geist! Mal was. Male. Kannst du die Staffel ein Milli nach links stellen? Ja, stopp. Reicht schon. Shit, falsch rum. Nein, er jagt! Oh, er hat... Ich bin tot. Schon wieder. Meine Schuld. Ich Man hat ihn im ESG gesehen. Ja, toll! Scheiße. Ich hatte echt nur kein Kreuz in der Hand, weil ich gerade die Staffelei umstellen wollte. Schon wieder tot einfach. Och Mann. Ja, Mann. Tut mir leid. Das war echt meine Schuld, weil ich die Staffelei woanders da haben wollte. Ey, die Katze ist dünn. Schnell, wir müssen sie angucken. So sehen wir sie nicht oft. Wo hast du die Babys verstaut, hä? Kleine Schlampenkatze. Welches Level? Du darfst aussuchen. Das wie eben, ha? Ich wurde voll erwischt. Frech das. Okay. Du bist der Rote, ja? Ich geh oben. Ja. Buh! Oh. Buh! Ich laufe jetzt nochmal hoch. In dem einen Raum rechts, der. Da war's. Lichtschalter, irgendwo hier! Ich hab nicht Ich hab kein lila Licht dabei! Fuck! Irgendwo von hier kommt's. Wohnzimmer oder oben. Okay. Oh, ich hab schon wieder was gehört. Oh, wir haben F4 unten. Jo, es ist knarzt. Irgendwas knarzt. Oder oben? Oh! Oh, Schatz! Ich hab nichts gemacht. Ich hab was mit Rose jetzt gemacht. Hier oben ist halt EMF auch recht hoch. Hier, die Kiste ist runtergefallen. Warum geh ich jetzt eigentlich mit? Ich hab noch Sachen in der Hand. Ich hab nur Angst. Lila Licht schnell und dann noch eine Kamera. Ist irgendein Lichtschalter? Oben ist irgendwas zugegangen. Hier ist gerade eine Tür zugegangen, genau vor meiner Nase. Handabdruck auf der Innenseite hier vom Bad. Badezimmer? Ja. Aber dann schleust er sich auch wieder nach oben durch irgendwie. Oben sehe ich aber keine Abdrücke. Doch, oben ist auch ein Handabdruck am Lichtschalter. Oh, wo ist es? Keine Ahnung. Unten? Ich weiß nicht mehr, was du meinst. Dieses Kruch, das ist meistens, wenn irgendwas an den Wänden oder Decken erscheint, diese toten Babys oder sowas, so hört sich das meistens an. Tote Babys. Tote Babys. Ich würde eine Staffelei gerne hier unten aufbauen. Es ist so laut, diese Türgeräusche, aber so nah passiert hier eigentlich gar nichts. Oben sind schon Gemälde. Doch, das Gemälde hier dreht sich. Wo? In dem Raum? Ja. Der dreht schon wieder an der Wand um die Gemälde. Oh, was ein Schwein. Die Tür? Ja, ich mach die Tür wieder auf. Und er ist ganz schön aktiv. Sieht fast aus wie... Er hat gemalt. Oh, cool. Boah, der ist laut und der hat mich ausgelacht. Gemälde, Staffelei. Oh, es können nur noch drei sein. EMF, Gefriertemperatur, ESG. ESG nicht. Nee, ESG nicht. Geisterbox. Ach, Flecken super. Auch nicht. Geisterbox. Licht anlassen. Oh nein, er jagt. Den Kreuz. Er jagt nicht mehr, mein Kreuz ist noch da. Meins nicht mehr. Tschüss. Oh, er wollte dich. Okay, jetzt gebe ich es dir in die Hand. Bitteschön. Wieso? Ich konnte es jetzt nicht mehr machen. Okay, dann nimm du das Kreuz. Nein, du musst. Doch, wenn jemand stirbt, dann ich. Ich hab. Wie ist. Er redet schon wieder. Genau.
Bist du hier? Er redet, er hat schon geantwortet. Das ging aber fucking schnell. Fuck, jetzt bin ich... Komm raus. Ich habe nicht mal wirklich was gesagt, da hat er schon geantwortet. Was ist denn das für ein Arsch, ey? Taye. Oh, ich glaube, die waren echt aggressiv. Wenn er älter ist, umso länger wir brauchen wahrscheinlich. Ja, umso schwächer wird er. Er wirkt noch ziemlich jung auf jeden Fall. Todeszeitpunkt, Pentagramm, sitzender Mensch. Hier, nimm du das Kreuz. Nein, nimm du das Kreuz. Du hast viel mehr Geld gerade reingesteckt. Dann mach ich das Pentagramm. Oder alleine? Ja. Ich bin so dumm. Was denn? Stop! Oh! Die ist neben mir erschienen. Okay, Entschuldigung. Das Pentagramm ist oben. Dann untersuch du weiter unten. Oh shit, ich. Gefunden auf jeden Fall. Was hatte ich jetzt? Wir haben die Frau auf jeden Fall gefunden und jetzt das Pentagramm, also zwei Sachen abgehakt. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob das Pentagramm noch für mich gilt. Gilt noch für mich, cool. 16 EP habe ich gekriegt, Wahnsinn. Ich habe auch nicht viel gekriegt. Ich bin 15. Cool, kannst du das Level schon auswählen? Ja. Ja, cool. Aber das sollten wir auf leicht machen. Das sollten wir erstmal auf leicht machen, ja.